Simone war selbst noch ein Teenager, als sie ihr Kind in der ehemaligen DDR zur Welt brachte. Doch ihre eigene Mutter nahm ihr das Baby weg und gab es ohne Simones Wissen zur Adoption frei. Seit diesem Tag vor 33 Jahren sucht die Mutter nun verzweifelt nach ihrer Tochter. Berlin. Hier im Stadtteil Hohenschönhausen ist die 50-jährige Simone zu Hause. Die Frührentnerin leidet seit Jahrzehnten unter dem Verlust ihrer geliebten Tochter Marleen. Bis heute hat die mittlerweile vierfache Mutter keine Informationen, wo ihre Erstgeborene aufgewachsen ist. Einzig ihre Kinder geben Simone Halt. So oft es geht, kommt die 30-jährige Jacqueline zu Besuch und unterstützt ihre Mutter, wo sie nur kann. Meine Mama ist so eine tolle Mama und sie hat es verdient, glücklich zu sein. Ich wünsche ihr von Herzen, dass wir die Marleen wiederfinden. Das wäre schon ein Traum, weil sie halt ein Teil von unserer Familie ist. Sie gehört einfach mal zu uns. Da alle Versuche, Marleen zu finden, gescheitert sind, haben sich Simone und Jacqueline bei Julia gemeldet. Die beiden hoffen, dass sie die Umstände dieser unfreiwilligen Adoption aufklären und nach über 30 Jahren die verlorene Tochter zurück in ihr Leben bringen kann. Hallo Simone. Hallo. Schön, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich auch. Danke, ich gehe dir hinterher. Soll ich die ausziehen? Nein. Nee? Okay. Da ist noch jemand. Bist du Jacqueline, ne? Ja. Hallo, freut mich. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Wie geht's denn euch? Ja. Aufgeregt. Aufgeregt ein bisschen? Mhm. Ich würde trotzdem sagen, dass wir uns zusammensetzen und dass du mir mal alles erzählen kannst. Ja? Ja. Und dann bringe ich dir die Mutti wieder. Okay. Okay, alles klar. Bis später. Simone, ich bin hier, weil es jemanden ganz Wichtigen gibt, den du vermisst in deinem Leben. Wer ist das? Meine Tochter Marleen. Siehst du sie noch vor dir? Kannst du mir sie beschreiben? Sie war klein und knubbelig. Sie war richtig süß und ganz blonde Haare. Ja? Ja. Warum ist sie nicht bei dir? Was ist passiert? Marleen ist 1982 geboren. Und da war das gerne zu DDR-Zeiten. Und das war eben extrem. Als Simone 1981 von ihrem ersten Freund Peter schwanger wird, ist sie gerade mal 16 Jahre alt. Somit ist sie minderjährig und das Jugendamt überträgt deshalb das Sorgerecht für die kleine Marleen unmittelbar nach deren Geburt auf Simones Mutter. Und hast du zu dem Zeitpunkt aber noch fest geglaubt, ich bleib mit meinem Kind zusammen, ja, das lasse ich mir nicht wegnehmen. Wie ging es dann weiter? Die haben von Anfang an nur Schikane mit mir getrieben. Ständig das Jugendamt bei mir gewesen. Dann haben sie entschieden, dass die Kleine eine Wochenkrippe kommt. Dass ich sie nur eine Wochenende sehe. Was ich nicht verstanden habe. Denn es ist mein Kind und ich möchte mit meinem Kind zusammen sein. Das heißt, von Anfang an hat sich dann in Form des Jugendamtes auch der Staat damit eingemischt. Ja. Die wollten das nicht, dass ich das Kind behalte. Und Simones schlimmste Befürchtungen sollten wahr werden. Als sie 1984 ihre Tochter Marleen aus dem Kinderheim abholen will, ist die plötzlich nicht mehr da. Für die damals 17-Jährige bricht eine Welt zusammen. Doch weder die Erzieherinnen noch ihre eigene Mutter geben ihr eine Auskunft, wohin das kleine Mädchen gebracht wurde. Da bin ich dann wirklich ausgerastet, bin zu meiner Mutter gefahren, zur Arbeit da. Hab ihr gesagt, dass sie mir sagen soll, wo mein Kind ist. Sie hat bloß gelacht und hat gesagt, sie hat damit nichts zu tun. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Ja. Hast du irgendwann noch mal irgendein Lebenszeichen oder so erhalten? Gar nichts. Und da viele ja auch selbst versucht. Beim Jugendamt muss ja irgendwo eine Akte sein, ne? Die haben immer gesagt, die haben keine Akte. Jahrelang sucht Simone verzweifelt nach ihrer Tochter. Selbst nach dem Mauerfall 1989 will niemand von der Adoption und dem Verbleib von Marleen wissen. Ihre Mutter kann Simone bis heute nicht verzeihen. Ihre drei Kinder unterstützen sie immer wieder bei dem Versuch, die erstgeborene Tochter zu finden. Bislang ohne Erfolg. Was würde das denn für dich bedeuten, wenn du sie finden würdest? Alles. Also ich wüsste nicht, das wäre das Schönste, was es gibt. Ehrlich, wäre mein größter Wunsch.
Ich kann ihr die Jahre nicht zurückgeben, auf alle Fälle nicht. Aber ich könnte das ihr geben jetzt, was wir noch haben. Ich hoffe, dass du es verreist. Simone, ich werde versuchen, irgendwas rauszukriegen. Ich weiß aus der Erfahrung, dass unfreiwillige Adoptionsfälle in der Ex-DDR sehr schwierig sind, weil viel Informationen einfach vernichtet wurden. Aber ich werde alles versuchen. Ja? Ja? Suche beginnt in Altrietz. Hier, in dem nur knapp 500 Einwohner zählenden Dorf nahe der polnischen Grenze, hofft Julia, eine Spur zu Simones Tochter Marleen zu finden. In diesem Gebäude hier befand sich damals das Kinderheim, in dem die kleine Marleen untergebracht war. Natürlich existiert das Kinderheim mittlerweile schon lange nicht mehr. Ich habe aber die Hoffnung, dass es sich bei Altrietz um einen sehr kleinen Ort handelt, dass es vielleicht im hiesigen Bürgeramt noch irgendwelche alten Akten zum Kinderheim von damals gibt. Altrietz hat einen Zoo mit einem Kamel und zwei Vogel, sagt man Vogelsträußen. Ist der Plural von Vogelstrauß Vogelsträuße? Hallo ihr zwei. Süß, kleiner Zoo. So, das ist das zuständige Kreisarchiv, da habe ich jetzt eine Verabredung. Julia hat im zuständigen Bürgeramt Bahn im Oderbruch bereits im Vorfeld einen Termin gemacht. Ich suche Frau Lemke, erste Etage, Zimmer 204. Frau Lemke? Ah ja, hallo, Julia Leischig. Ja, telefoniert. Hallo. Das ist richtig, ja? Darf ich reinkommen? Ja, danke schön. Danke sehr. Frau Lemke, ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Ich bin auf der Suche nach Informationen zum Kinderheim, was es hier im Ort mal gegeben hat. Warum? Warum möchten Sie gerne Informationen über dieses Kinderheim? Es geht um die Suche einer Mutter nach ihrer leiblichen Tochter. Genau, und die war da damals untergebracht. Das ist die Marleen, das ist hier im Bild. Und alles, was ich an Informationen habe, habe ich dabei. Das ist hier eine Kopie der Geburtsurkunde. Wir könnten gerne mal unten im Archiv nachschauen, ob es noch Unterlagen gibt zu diesem Kinderheim. Ja? Können wir gerne tun, ja, klar. Das wäre ja super. Im Keller des Bürgeramtes sind sorgsam alte Schul- und Heimunterlagen gelagert. Julia sucht Dokumente aus den frühen 80er Jahren. Einmal. Dann wieder auch noch, ne? 83, 83. Die nehmen wir dann auch noch beide mit, ja? Okay. Ja. Ist ziemlich schwer? Jawohl. Geht, geht, geht. Eine gute Spur tue ich alles. Julia und Frau Lemke durchforsten die alten Unterlagen. Doch schnell wird klar, dass sich in den Kartons lediglich alte Klassenbücher und andere Dokumente der örtlichen Schulen befinden. Unterlagen aus Altrietz. Aber das ist auch nicht nichts mehr mit dabei. Es tut mir leid. Ich kann nichts finden. Ach, wie schade, Frau Lemke. Was kann ich denn jetzt noch machen? Wer könnte irgendwas wissen zu dem Kinderheim damals? Gibt es noch irgendwelche Lehrer oder eine Direktorin? Alten Lehrer von damals, nein. Aber es gibt noch eine ehemalige Erzieherin aus dem Kinderheim. Die lebt noch hier? Die lebt noch. Die lebt noch hier im Vrietzen, ja. Okay. Ja, die müsste doch vielleicht was wissen. Sie kann Ihnen sicherlich weiterhelfen. Das wäre eine gute Idee. Wissen Sie die Adresse? Die Adresse weiß ich, ja. Das ist immer so herrlich in so kleinen Orten. Ja. Jeder kennt alles. So ist es. Jeder kennt jeden. Kann ich ihn aufstellen? Ja. Das ist Marianne Teichert. Ja. Alles klar. Jetzt weiß ich, da wohnt sie. Dann versuche ich da mein Glück und hoffe, dass die nur annähernd so freundlich ist wie sie. Die kann Ihnen sicherlich weiterhelfen. Danke, Freundin. Ja, bitte. Ja, alles klar. Tschüss. Ja, tschüss. Julia wählt sofort die Nummer der Erzieherin und hat Glück. Frau Teichert ist gewillt zu helfen und Julia erfährt, dass sie von 1967 bis 1989 in dem Kinderheim Altrietz gearbeitet hat. Das heißt, die 68-Jährige könnte entscheidende Informationen zum Verbleib von Simones Tochter haben. Alles klar. Bis gleich, Frau Teichert. Wiederhören.
Die Rentnerin wohnt nur wenige Gehminuten vom Amt entfernt und hat Julia eingeladen, vorbeizukommen. Hallo, das ist schön, dass das klappt. Hallo. Ja. Kommen Sie bitte rein. Dankeschön. So. Es geht um Marlene Düring. Die ist 1982 geboren. Kommt die Ihnen irgendwie bekannt vor? Also der Name sagt mir eigentlich auch gar nichts. Das Kind kommt mir auch nicht bekannt vor. Und die soll in Altrez gewesen sein. Mhm. Wie viele Kinder waren da eigentlich so im Durchschnitt? Zwischen 20 und 30, denke ich mir, waren es immer. Aber es sind dort auch Kinder adoptiert worden? Es sind Kinder adoptiert worden. Es sind auch Kinder nach Hause wieder zu den Eltern gekommen. Mhm. Oder sie wurden verlegt. Aber wohin die Kinder adoptiert wurden, das wurde uns ja auch nicht gesagt. Nicht gesagt? Das heißt, dann haben Sie von den Kindern auch nichts mehr gehört? Nein. Ich kann mir vorstellen, im Einzelfall war das dann schon auch ein schwerer Abschied. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn man hatte ja zu den Kindern auch eine Beziehung aufgebaut, nicht? Wir haben ja versucht, ihnen das Elternhaus zu ersetzen. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ich kenne jetzt natürlich nur die Geschichte der Mutter, die damals sehr jung war. Und die fühlte sich sehr machtlos und sagt, ihr wurde das Kind quasi von ihrer Mutter zusammen, ja, ich nenne es mal mit dem Staat, weggenommen. Wissen Sie, also da kann ich wirklich nichts zu sagen. Mm. Wie gesagt, der Name ist mir auch ganz fremd. Mm. Aber auch das Kind kommt mir eigentlich auch nicht bekannt vor. Verstehe. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass Sie mit mir gesprochen haben. Gerne. Ja? Hm? Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tja. Ich bin hier keinen Schritt weitergekommen. Im Gegenteil, ich habe keine Ahnung, wo ich Marlene suchen soll. Ich muss mir irgendwas Neues einfallen lassen.